Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Rogue Legacy, der Demo und dem Schloss. Wenn wir jetzt in einem epischen Film, würde jetzt irgendwo einen Blitz einschlagen oder man würde zumindest Donner im Video hören. Ach so. Wir hatten das letzte Mal den Boss getötet und ich weiß gar nicht mehr, haben wir auch alles erkundet gehabt? Nein. Das heißt, wir können jetzt natürlich das Ganze noch erkunden. Das Ganze ist ja wie gesagt ein Brückenprojekt und ich habe jetzt noch, es kommen jetzt noch genau 2 Folgen. Ich sehe sowieso schon, wir haben sowieso keine einzige Chance, nur einen einzigen Feind zu töten. Wir haben noch 10 Leben. Also allzu große Chancen rechne ich mir da jetzt nicht aus. Kann auch nicht nochmal benutzen, schade. Ja, ich meine, man kann auch noch eine Menge zeigen in dem Spiel. Es ist nicht so, dass nur weil der Boss zumindest nicht mehr da ist. Es gibt noch einige Räume, die wir nicht kennen und alles Mögliche noch. Ja, Geld! Hat sich schon gelohnt. Und mehr schaffen wir auch nicht. das hatte ich jetzt nicht erwartet. Na gut. Ihr seht schon, der Skill ist wieder mal verflogen. Der eigentlich auch nie lange da war. Man sieht jetzt hier oben, ich weiß nicht, ob der schon von Anfang an war, da war. Oben auf dem Turm diesen kleinen Schatten mit Schwert stehen. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass wir die Demo geschlagen haben. Könnte sein. Aber wir suchen jetzt einen neuen Nachfahren aus. Einmal den Mage oder den Knappen. Alzheimer und Farben ist doof, deswegen nehmen wir, glaube ich, diesen Magier hier mit dem Chakra. Genau. Und wir haben jetzt 1700 zum Ausgeben. Und ich würde sagen, wir upgraden einfach mal unsere Helden. Einmal den Magier zum Archmagier. Das heißt, wir können sozusagen zwischen den Zaubern wechseln. Den Miner können wir uns leider nicht leisten. Der ist wohl für die Demo extrem teuer geworden, damit man da nicht so viel kennt. Tja. Barbaren zum Barbarenkönig. Da sieht man schon, dass hier links beim Bild das Pharodus ist zusammen mit dem Helm, den der Charakter trägt, da auf dem Bild eine Anlehnung an Zelda Scrolls 5 Skyrim. Findet ihr übrigens auch momentan auf meinem Kanal noch. Kleine Schleichwerbung. Und naja, Pharodus ist sozusagen einfach die Buchstaben, wenn man sie sozusagen einmal die Anfangsbuchstaben vertauscht. Moment, stimmt das überhaupt? Nee, nicht die Anfangsbuchstaben. Wenn man sozusagen beim ersten, also bei der ersten und der zweiten Silbe das A und das Us vertauscht, dann bekommt man da Fusro da. Und das ist sozusagen ein Schrei, den man in Skyrim lernt, der erste, den man merkt. Der Schrei unerbittliche Macht. Und das ist eine Anlehnung daran. So, den können wir uns nicht leisten. Das ist der Shinobi. Wo der Charakter, der am meisten Schaden macht, aber auch am wenigsten einstecken kann. Und ist eine Anlehnung an Naruto. Was man vielleicht an dem kleinen Bild da oben rechts erkennen kann. Der trägt ein Stirnband. So. Ansonsten, wir haben noch 960. Dann gucken wir erst nochmal hier nach, ob hier noch irgendwas Interessantes abstauben kann. Zum Beispiel haben wir, glaube ich, noch eine zweite Rune könnten wir einerseits zum Beispiel mal kaufen. Hier haben wir sonst nichts mehr. Dann gucken wir nochmal beim Schmied. Irgendwas Interessantes? Das Ding hier? Jo, nehmen wir. Gut, das sollte auch alles sein. Jetzt können wir auch so einen Doppelsprung machen und chargen. Wir kommen langsam voran. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es in dem Hauptspiel letztendlich wird. Wie lange das denn da wohl so dauert, bis man das Ganze durch hat. Ich habe nämlich so ein bisschen die Befürchtung, dass das Ganze etwas kurz sein könnte. Wahrscheinlich straft mich das Lügen und ich werde es vielleicht am Ende überhaupt nicht schaffen. Oh, das war natürlich gekonnt. Ich meine, wir sind Magier. Oh, das war blöd. Blödes Bücherregal. Oh. Ja, sobald ein Bild wackelt. Boah, das war einfach so heldenhaft gefailt. Das gibt's echt gar nicht. Weiß man das erlebt. Also sollte man ihn dann vielleicht nicht direkt so reinspringen und so. Archmagier. Wir haben irgendwie noch so wenig Mana, deswegen nehme ich erstmal den Barbarenkönig, der extrem schwer ist. Und wir können jetzt als Special den barbarischen Schrei ausstoßen. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ja, ich habe ja auch noch nicht so lange gespielt. So. Ich zeige das mal kurz, weil wir hier außen noch unendlich viel Mana haben. Pharodu. Klingt nicht ganz so episch wie Fussroda!
oder so. Aber naja, was soll's. Und das stößt alle Feinde und auch alle Geschosse zurück. Allerdings, ich weiß nicht genau, wie viel Mana das kostet. Das probieren wir lieber aus, wenn wir... Jetzt probieren wir es mal aus. So, das haben wir noch irgendwas. Na, treffen wir das Ding? Ja, okay. Dann gehen wir mal weiter runter, würde ich sagen. Das war gut. Zum Glück, ich spiele gerne den Barbaren aus naheliegenden Gründen. Er hat viel Leben. Und der Zauber hier ist auch nicht allzu schlecht momentan gewesen. Magier ist auch eine interessante Klasse, aber erst wenn man entsprechende Runen hat und... Oben ist ein Geheimgang, durch den wir gleich durchkommen, weil wir zu fett sind. Wir können es höchstens dran, oder? Mal gucken. Nee. Ich glaube, dadurch ist es auch nur eine Abkürzung, kein richtiger Geheimgang. So. Take no damage, das schaffen wir nicht, sag ich ja. Das war sogar noch schlechter als erwartet. Ich hatte gehofft, wir können dazu zurückchargen, aber das hat sich auch nicht so wirklich bewahrheitet. Und da oben in dem Raum, wo gerade das mit, mit dem Objective stand, da gäbe es wieder eine Feenchest. Schade, nicht gereicht. Ich hatte gehofft, ich kann den Spiegel damit aktivieren. Ich sag dauernd Spiegel, dabei sind es Gemälde. Das liegt daran, dass ich, als ich das Spiel gesehen habe, waren das noch sozusagen leere, schwarze Rahmen. Und da waren das dann sozusagen einfach Spiegel. Inzwischen habe ich da vielleicht die Entwickler verewigt, ich weiß es nicht. Das sind auf jeden Fall inzwischen Porträts. Porträts. Naja. Ihr müsst es ein bisschen entschuldigen. Ich habe eben gerade schon American McGee's Alice weiter aufgenommen. Wo ich gleich sagen kann, dass die Aufnahmen ein bisschen seltsam geworden sind, weil ich irgendwie haufenweise seltsame Fragen gestellt habe. Aber ich denke, ihr seid ja leid gewohnt, dann macht das nichts. Hallo Geld. Ach nee, doch nicht. Squire Chestplate. Ich weiß nicht, was Squire heißt. Ich habe halt nur ein einziges Mal einen Englischkurs for Runaways besucht. Halt Englisch fortgeschritten. Aber irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass mir danach sehr geholfen war. Ah. Was wollt ihr denn machen? Aua, muss er mich treten. Unhöflich. Geld. Wir schaffen das schon irgendwie. Ich meine, wirklich schaffen können wir es hier eigentlich gar nichts. Wir können höchstens das Schloss komplett aufräumen und es danach mit Stacheln töten, damit es weitergeht. Aber ob wir das natürlich schaffen, das sei jetzt mal hingestellt. Ich glaube eher nicht. Ist unwahrscheinlich. Na komm. Ich gebe dir sofort ein paar mit einem schönen Schwert auf die Glocke. So. Hoch und so. Sehr gut. Da waren wir schon drin. Hier oben waren wir noch nicht. Ach schön, ein Eismagier. Böser Eismagier. Ich sagte böse. Ich glaube, das stört ihn gar nicht, ob ich ihn böse nenne. Das ist echt ein Gold. So. Auf jeden Fall gut Gold. Das sind auf jeden Fall mehr als bei unserem ersten richtigen Versuch heute. In der Folge. Ich glaube, da unten sind Stacheln. Hier ist wieder der Boss. Okay, lauter Helm. Und wie man sieht, man kann hier überhaupt nicht nach oben drücken. Das heißt, dieses Schloss hier ist zu. Ist natürlich auch klar. Sonst, ansonsten wäre es ja später, wenn man richtig gut ist, sozusagen ein bisschen zu einfach, gute Ausrüstung und Gold zu bekommen. Ausrüstung? Ich meine einfach nur Gold. Naja. Das war blöd. Sehr blöd. Ein dasselbe Auge bringt uns fast um. Oh. HP Increase plus 5. Ich frage mich immer noch, ob das dauerhaft also nur für den einen Charakter ist oder für alle Charaktere. Ich glaube fast für alle, aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich meine, nur für den einen Charakter hätte sich jetzt nicht so gelohnt, würde ich fast behaupten. Ach du Scheiße, wir sind tot.
Ich hätte vielleicht gleich nach unten gehen sollen, als ich das gesehen habe, aber naja. Ist nicht so mein Fall, mal abzuhauen. Das ist außer wenn es strategisch von Vorteil ist. Ach, guck mal, ein kleiner Paladin. Eine Paladinerin. Dienerin. Okay. Die gleichzeitig kahl und klein ist und einen ziemlich beschissenen Zauber hat. Nehmen wir. 8300. Was machen wir denn da? Leben. Leben. Rüstung. Gut. Ach, guck mal, ist die nicht süß. Können wir uns noch ducken? Leider nicht. Ach ja, wir hatten ja einen neuen Helm freigeschaltet. Naja. Kurz um den Zauber zu zeigen. Ein großes Schwert, was kurz in der Landschaft steht. Kann man natürlich auch auf Feinde platzieren. Was hier natürlich nicht viel bringt bei dem Charon. Ach halt, nein, nein, wollen wir nicht. Wir hauen einfach so ab. Hätte ich jetzt fast vergessen, dass man das hier so schön ausnutzen kann, wenn man klein ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gedacht ist oder ob das ein Unfall sozusagen. Das war auf jeden Fall ein Unfall, das war jetzt nicht so gedacht. Das auch nicht. Aber deswegen war es kein Unfall. Ah! Ich stelle mich hier so gut an, wir werden wahrscheinlich nicht mal den ersten Raum überleben. Der verdammte Spiegel. Das war aber unnötig. Ich habe runterspringen gedrückt und das hat es nicht gemacht. So. Ah. Böses Dreckskelett. Ein böser Spiegel. Die wollen mich doch alle umbringen. Natürlich. Ich weiß sowieso nicht, wieso wir in dieses Schloss eingebrochen sind, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Also wir haben nur das die Anfangsszene bisher. Die Storyteile habe ich bisher selber noch nicht gelesen. Das wollte ich mir eben für das Haupt-Let's Play aufheben. Und entsprechend habe ich keine Ahnung, warum wir überhaupt hier sind. Wir rächen unseren Vater. Könnte gut sein. So war zumindest die Story bei Infinity Blade, so ungefähr jedenfalls. Da gab es so einen dunklen König, da gab es einen Helden sozusagen. Der wollte diesen dunklen Tyrannen eben aufhalten, natürlich kläglich versagt, ist gestorben. Und sozusagen konnte man da jedes Mal auch, genau wie hier, den Nachfahren direkt davon spielen. Den Sohn hat dann wieder die Ausrüstung vom Vater gehabt und sich Geld und hat dann teilweise eine Kistenausrüstung gefunden. Deswegen steht auch unten in der Videobeschreibung, dass es sozusagen eine Mischung für mich daraus ist, aus diesem Spiel in Castlevania. Eben weil ich dieses Spielprinzip auch da schon mochte, aber. Das ist übrigens, ich glaube, es ist nicht mal ein PC-Spiel, das ist tatsächlich eine App gewesen. Die auch nicht umsonst ist, muss ich allerdings dazu sagen. Die hat tatsächlich 5 Euro gekostet, weil es auch sehr hammermäßige Grafik ist und etc. etc. Inzwischen gibt es davon noch einen zweiten Teil, der genauso viel kostet. Ach ja, wir können ja hier einfach drüber laufen. Wir sind ja klein. Ha! Dwarf Hero! Ey, ganz ehrlich, mit dem Schwert, das ist so groß wie wir. Und trotzdem haben sie jetzt das Auge umgebracht. Das ist irgendwie ein bisschen erbärmlich. So. Mal kurz schauen, wie viel Zeit haben wir noch. So lange können wir kurz gucken. Sir Taco, Lady Blair, die Zweite und Sir Darwin. Ah, da geht der Teil auch schon los. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play die Demo von Rogue Legacy. Und wir sehen uns dann wieder. Tschüss!